Diesen tollen Ausblick auf Rettenbach gibt's umsonst. Allerdings nur, weil man hinter den Mauern der neuen forensischen Klinik des Bezirksklinikums Mainkofen Patient ist. Das ist, neben der vollständig geschlossenen forensischen Klinik im Bezirkskrankenhaus Straubing, die einzige Klinik für straffällig gewordene psychisch kranke und suchtkranke Menschen in Niederbayern. Wir haben gegenüber den bisherigen Unterbringungsbedingungen eine deutliche Verbesserung der Unterbringung in Einzel- und Doppelzimmer. Vorher waren die Patienten zum Teil in Dreibett- und Vierbettzimmern untergebracht. Auch bei den Sicherheitsmaßnahmen wurde auf modernste Technik gesetzt. Um ein Beispiel zu nennen, allein die Tatsache, dass bei der Schleuse selbst der Herzschlagdetektor eingebaut wurde, zeigt ja, dass wirklich ein Entweichen nahezu unmöglich ist und dass man da wirklich als jemand, der in der Nähe wohnt, ganz beruhigt sein kann. Die Zahl der Patienten in Mainkofen ist seit 2 bis 3 Jahren konstant bei 170 bis 180 Patienten. Dennoch liegt ein Antrag für die Genehmigung von 10 bis 15 neuen Mitarbeitern beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Dort wird momentan auch an einem neuen Gesetz, Stichwort Gustl Mollat, gearbeitet. Hier kommt es vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen Zwangsfixierungen stattfinden gegenüber Patienten, von denen eben eine entsprechende Gefahr ausgeht. Und das ist ein so gravierender Eingriff natürlich in ein bestehendes Grundrecht, dass Sie hier schon eine detaillierte, genaue gesetzliche Grundlage brauchen. Sobald es mit der Elektroprogrammierung klappt, also voraussichtlich in ein paar Wochen, können die Patienten der Forensischen Klinik Mainkofen in den Neubau umziehen. Bis das Gesamtkonzept des Bezirksklinikums umgesetzt werden kann, wird es auf jeden Fall noch bis zum Jahr 2022 dauern.